Wir spielen jetzt das letzte Lied vor der Pause, damit ihr Bescheid wisst. Also dieses Lied hat auch für mich eine ganz besondere Bedeutung. Zunächst ist ein Lied von Claudio Baglioni, das mir sehr am Herzen liegt. Und zweitens habe ich vor 2 Jahren ein ganz schönes Erlebnis, besonderes Erlebnis gehabt. Kann man ein Erlebnis haben, ja. Und zwar, ich war Gast von einem guten Freund in Verona, der mit dem Sohn von Claudio Baglioni befreundet ist. Deswegen haben wir kostenlos rein, haben wir so eine schöne VIP-Karte gehabt und konnten überall hingehen. Wir haben sogar mit denen gegessen und so weiter. Ne? Aber wichtig ist ja, als Baglioni eben dieses Lied gesungen hat, saß Giovanni, für den eben das Lied geschrieben wurde, 1982, neben mir. Nicht? Und ich konnte da diese positive Spannung, kam von Claudio eine richtige Liebeserklärung für den Sohn, der eben mir neben mir saß. Ja. Und es war wirklich ein schöner Moment. Und dann spielen wir jetzt auch Avrai von Claudio Baglioni. Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli in sé, storie fotografate dentro un album, rilegato in bello, con idee aeree supersonici che fanno alzare la testa, il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che collide già aspettare, schiuma di cavalloni ribalzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide, pescatori di lì, e neve di montagne, pioggia di colline. Avrai un vigneto di suonare una ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca è un po' di tosse, Natale di agrifoglie e candeline rosse, e avrai un lavoro